Hallo und herzlich willkommen. Für viele Feste gibt es ein traditionelles Gebäck. Für Ostern ist es der Hefezopf mit oder ohne Rosinen. Viele scheuen die Herstellung des Hefeteiges. Ich zeige euch heute mein Rezept mit einem Quarkölteig und statt Rosinen verwende ich Aprikosen für die Füllung. Zuerst mache ich die Füllung und hier sind die Zutaten. 200 Gramm gemahlene Haselnüsse oder Mandeln, 200 Gramm getrocknete Softaprikosen, 1 Teelöffel Zitronenzucker oder Zitronenabrieb, 1 Ei, 100 Gramm Zucker und 200 Milliliter Sahne. Zuerst die Aprikosen zerkleinern. Ich mag sie mixen, man kann aber auch mit dem Messer feine Würfel schneiden. Die Aprikosen sind zerkleinert, als nächstes trenne ich das Ei. Das Eiweiß gleich in die Schüssel geben. Und das Eigelb braucht man später zum Bepinseln vom Zopf. Das Eigelb abdecken und kurz zur Seite stellen. Alle Zutaten für die Füllung in eine Schüssel geben. Und miteinander verrühren. Wenn alle Zutaten miteinander verrührt sind, dann die Füllung erstmal zur Seite stellen. Dann mache ich schon mal den Quarkölteig aus folgenden Zutaten: 600 Gramm Mehl, 2 Eier, 90 Gramm Zucker, 250 Gramm Magerquark, 90 Milliliter Öl, 90 Milliliter Milch, ein Päckchen Backpulver und eine Prise Salz. Zuerst gebe ich das Backpulver auf das Mehl und vermische es. Das Mehl dann zur Seite stellen. Alle anderen Zutaten gebe ich in die Rührschüssel. Das Ganze jetzt mit dem Flachrührer zu einer Masse verrühren. Und das mache ich auf höchste Stufe. Und das dauert etwa eine Minute. Etwa die Hälfte des Mehles zugeben. Und das Ganze für etwa 20 Sekunden auf höchste Stufe einrühren. Die restliche Mehlmenge zugeben und mit dem Knethaken kurz einkneten. Die Beschaffenheit sollte dann so sein, dass er nicht mehr klebt. Die Arbeitsplatte leicht bemehlen. Den Teig herausnehmen. Auch die Oberseite leicht bemehlen. Und einmal kurz durchkneten. So sollte der Quarkölteig dann von der Beschaffenheit her sein, dass er nicht mehr klebt. Dann den Teig auf 40 x 65 cm ausrollen. Dazu jetzt wirklich die ganze Arbeitsfläche bemehlen. Darauf achten, dass der Teig nicht anklebt, also immer wieder lösen. Und etwas Mehl auf die Arbeitsfläche geben. Und weiter ausrollen. Der Teig ist elastisch und zieht sich auch immer wieder zusammen. Und deswegen dauert es auch etwas, bis ich das Maß erreicht habe. Wenn der Teig auf das richtige Maß ausgerollt ist, dann brauche ich insgesamt 5 Streifen.
links und rechts je mit 10 cm und das Mittelteil 3 x 15 cm. Die Markierung mache ich mir oben auch. Und jetzt mit dem Teigrädchen die Streifen aufschneiden. Jetzt verteile ich die Füllung darauf. Die Füllung jetzt so verteilen, dass an einem Ende etwa 2 cm frei bleiben. Ob das jetzt rechts oder links ist, das ist egal. Und ich mache es mit dem Löffel. Ich finde, da geht es immer am leichtesten. Hier lasse ich jetzt auf der rechten Seite die 2 cm frei. Und hier lasse ich sie links frei. Also das ist eigentlich egal. Und so soll die Füllung dann verteilt werden. Und so soll es dann aussehen. Die freigelassene Fläche jetzt ganz leicht mit Wasser bepinseln. Die einzelnen Teigstücke werden jetzt eingerollt. Und es ist wie bei der Biskuitrolle, die freie Fläche soll verhindern, dass sich die Fülle rausquetscht. Und das Wasser bewirkt, dass der Teig etwas klebt. Die beiden seitlich eingerollten, also die 10 cm Streifen, die lege ich erstmal zur Seite. Und die kann man auch gut anfassen, klebt nichts. Und jetzt die anderen drei Streifen genauso einrollen. Und noch das letzte Teigstück. Und so hinlegen, dass die Teigrunde, also der Verschluss, unten liegt. Als nächstes flechte ich den Zopf. Beim Flechten fange ich in der Mitte an. Das heißt, ich lege jetzt die Stränge übereinander. Und flechte einen schönen, engen Zopf. Und ich achte immer darauf, dass der Verschluss nach unten kommt. Die Enden schiebe ich leicht untereinander. Und jetzt die andere Hälfte. Und schon ist er fertig. Den Zopf jetzt auf ein Blech legen. Ich habe wieder Dauerbackfolie darauf gelegt. Und er ist auch nicht zerbrechlich, den kann man gut anfassen. Und ich lege ihn diagonal. Das zurückgehaltene Eigelb mit einem Esslöffel Milch verquellen. Den Zopf jetzt mit dem Eigelb bestreichen. Die zwei Seitenstreifen verdrehe ich jetzt zu einer Kordel. Die Kordel jetzt aufnehmen und auf den Zopf setzen. Jetzt kann man sie wieder ausrichten
die Kordel jetzt ebenso mit dem Eigelb bestreichen. Das Eigelb bewirkt auch, dass der Zopf dann beim Backen eine schöne Farbe bekommt. Jetzt den Zopf bei 150 Grad Umluft für ca. 50 bis 55 Minuten backen. Nach dem Backen den Zopf auf dem Gitter kurz abstellen und sofort den Guss herstellen. Den Zuckerguss mache ich aus 1,5 Esslöffel Zucker und 3 Esslöffeln Wasser. Beide Zutaten in einen Topf geben, verrühren und einmal aufkochen lassen. Immer wieder umrühren und wenn der Guss dann kocht, etwa 10 bis 15 Sekunden sprudeln kochen lassen. Den Guss dann sofort heiß auf den noch heißen Zopf streichen. Und es bewirkt, wenn das Gebäck dann abkühlt, dass der Guss ganz glänzend trocknet und durchsichtig bleibt. Der Zuckerguss bewirkt auch, dass das Gebäck nicht austrocknet. Den Zopf jetzt vollständig auskühlen lassen. Der Zopf ist jetzt abgekühlt, er glänzt auch wunderbar und ich setze ihn jetzt auf eine Platte um. Und jetzt aufschneiden. Ich nehme zum Zeigen erstmal ein größeres Stück zur Seite und noch ein bisschen österlich dekorieren. Und jetzt kann er serviert werden. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir wünschen euch ein schönes Osterfest. Bleibt gesund. Tschüss und bis zum nächsten Mal.